Hallihallo, herzlich willkommen in einer wunderschönen neuen Folge mit dem lieben Schrobi. Hallo, da bin ich, ja. Ja, Ich bin hier auf der Ballenpresse. genau. Pack hier. Ich Schau mir das habe, alles an. ihr könnt ein Ja. kleines Geheimnis verraten. Ach nein, echt. Ich habe ein bisschen vorgespult in der Zeit, wo wir nicht gespielt haben. Oh mein Gott. Ja, damit wir mal ernten können, damit wir richtig was zu tun haben. Naja. Und ich glaube, soweit ich weiß, sind alle Felder sogar fertig, sogar das große Ja, Feld. Sonnenblumen und so. Ja. Mal, ja, das, wir haben ja das große Feld auch. Ne? Ja. Ja, das war, glaube ich, okay, Ja, oder? sind alle Felder fertig. Ja. Alle Felder. Das aussieht schon alles grün. Wow. Okay, wir fangen erstmal mit Feld 22 an, weil es sieht nämlich immer noch nach Regen aus. Ja, der geht jetzt, glaube ich, schon weg, der Regen. Aber Okay. kann man ja mal machen. Feld Fährst du? 22, mach du. Ich fahr den LKW runter. Okay, Ja, den dann fahre ich mal Anhänger. mit dem Mähdrescher. Wo ist denn denn der Beast hin? Der LKW? Keine Ahnung. Ja, eigentlich wollte ich doch diese Folge auch noch Holz Ah ja. machen. Ja, du kannst doch den Helfer ansetzen auf das Feld. Und Rest, Ja. und Rest. Ach so, und Holz, ja, da muss ja die Biest unten bleiben, gell? Ja, stimmt. Warte, dann lasse ich dir das unten, dann nehme ich oben den Tatra. Ja, das wäre gut. Nehme ich den Tatra. Schnell Milchtank auffüllen. Immer noch 2000 Liter drinne in dem Milchtank. Also. Ja, da haben wir jetzt jede Menge zu tun wieder. Ja, die Helfer haben jede Menge zu tun. Ja, die Helfer. Weil wir selber ernten ja kaum. Ja, naja. Wir müssen aber dafür sorgen, dass es läuft. Naja, das schon. Aber ist doch Ah, super, gut. jetzt ist immer noch Regensymbol da. Wir müssen, glaube ich, noch ein bisschen vorspulen. Ja? Ja. Warte, ich mach mal 120-fach. Die Felder verwelken ja nicht zum Glück. Naja, das haben wir ja aus. Letzter kannst du langsam machen. Ah, jetzt. Jetzt kommt um Oh. 18 Uhr, kommt wieder der Mix wieder, ne? Du kannst ja mal gerne, wenn du möchtest, mal oben an den Schweine, an der Kartoffelwaschanlage gucken, weil die hält Ja. nämlich auch immer ziemlich schnell an, weil da der Kompost übelst schnell voll wird. Ja. Ich habe den Kompost jetzt immer in die weite Welt hineingeschüttet, also das heißt irgendwo hingeschüttet, also nicht aufgehoben. Oh, jetzt bin ich hier gerade durch Gott noch eine Schaufel Silage nehmen. Ja. Ja, weil ich gerade hier den Anhänger, weil ich gerade mit dem Teleskoplader hier reingetappt habe, Ah, zufällig. ach so. Ich bin dafür, dass wir irgendwann, wenn wir Geld haben, Ja. einen zweiten Mähdrescher kaufen, einen großen. Ja, wenn wir das Geld haben. Ja. Oder den Holmer. Den Rübenernter. Dann wären wir nicht mehr Rüben. Ja, doch nicht schlimm, oder? Warte mal. Ja, okay, wir stellen man halt in die Garage dann. Ja. Ich habe mal eine Idee. Ich gucke nämlich gerade nach. Wir könnten den kleinsten Mähdrescher uns leisten, gell? Den für 105.000. Also auch Kacke. Ja. Ja, und das? Willst du Geld rausschmeißen oder wie? Nee. Warte mal, 430.000 kostet der große. Ja, das ist halt immer wieder einer dieser Anschaffungen, wo ich sage, das ist nicht notwendig. Das ist Nee, für nee. mich persönlich viel wichtiger, erstmal da die Betriebe im Betrieb, die anderen Sachen zu kaufen, wie Schweinemast oder irgendwas. Ja, Da hat man wieder so viel Kohle raus dann für so einen zweiten Mähdrescher. Der eine reicht schon auch dafür, dass der Helfer das eh alles nebenbei macht. okay.
Ja, stimmt. Gut, dann Finde ich machen wir, jetzt. Das ist dann halt so machen eine wir. Luxusanschaffung, wo man sagt, okay, wenn man nicht weiß, wohin mit dem Geld, dann kauft man sich halt mal einen zweiten. Ja, Dann geht es noch schneller. das stimmt. Nee, dann mach ich so. Ich kümmere mich um die Milch, Max, da. Ja, verkaufst du die Milch oder Ja, füllst du wieder auf? genau. Ja. Und ich guck dann hinten bei der. Ich weiß nicht, wo du jetzt bist. Bin gerade an der BGA. Okay. Wird ein bisschen schaufeln. Naja, aber das muss jetzt reichen. So. Kann eigentlich auch alles reinschaufeln, dann könnten wir uns schneller den Holmer leisten. Ja, ich wollte jetzt nicht so viel schaufeln, ehrlich Also gesagt. okay. Noch eine Ich wollte Idee. gerade schauen. Hier so alles abgeht, ob okay, die Kartoffeln gedämpft sind, auf jeden Fall auch alle voll. Ja, aber dieses komische Schweinefutter-Ding habe ich immer noch nicht zum Laufen gekriegt. Ja, weil halt noch nichts drin ist. Ja, weil ich es probiert habe, das Ding zum Gang zu bringen. Ja. Und das geht nicht. In Gang zu Ja. bringen. Ja, musst halt was reinschmeißen dann. Hab ich ja. Geht nicht, oder was? Naja, ich hab was reingeschmissen, aber da war ist nichts drin geblieben. Diese Schweinefutter-Dings da, Bums. Weißt du, was ich meine? Naja, ich weiß schon, ich schaue jetzt mal, ob ich da gedämpfte Kartoffeln reintun kann. Hm? So, ich habe jetzt mal die Milch wieder abgeladen. Da kann der Milchmax wieder laufen. Müsste wieder laufen. Ja. Da ist doch was drin, jetzt habe ich die gedämpften Kartoffeln. Ja. Jetzt fehlen nur noch Weizen, ja. Ja. Die Frage, wo man den Weizen einfüllt, muss ich den auch reinkippen oder was? Ja, ich glaube mit, da ist bestimmt ein Trigger oder so. Ja, eigentlich. Ist da eigentlich Wasser drin? Da brauchen wir kein Wasser, gell? Nee. Haben wir denn? Weizen und Gerste. Haben wir doch was, oder? Haben wir Ja, Weizen? haben wir noch was da. Weizen ist da. 36.000. Hol ich mal kurz ein bisschen was an Gerste oder so, da haben wir ja am meisten. Ja, Da haben wir ja mehr. da haben wir 45.000, genau. Und hier ist auch, genau, und hier ist dieser Kompost voll, weißt du? An Ja. der Schweine und das Der Ding ist ja wird. wieder voll, oder? Ja, der wird so schnell voll. Das glaubst du nicht. Und dann schütte ich das immer meistens in die Welt raus. Weil ich irgendwo keine Aufbewahrung habe für Kompost hier in der Nähe. Aha, ja. Ich weiß nicht, gibt es einen Kompostbehälter am Hof? Wow, puh. Weiß ich jetzt auch nicht. Na, weil ich fahre jetzt mal mit dem Ding jetzt an den Hof. Vielleicht hier. Weil das Ding, das hört nämlich bei 5000 Liter Kompost, gell, hört das auf. Also, wenn 5000 Liter Kompost unter dem komischen Schüttding da ist, gell, dann hört das auf. Er macht dann nicht weiter. Ich gucke mal. Kompost. Häckselgut. Ja, hier ist eher nichts. Vielleicht muss man das direkt verkaufen oder weiß auch nicht. Ja, Kompost ist eigentlich für. Na? Man Kompost ein.
Nee, man kann auch nicht einbunkern in die Silos. Doch, man kann einbunkern in die Silos. Ich habe nur ein falsches Silo eingebunkert. Ja, was steht da? Kompost, oder? Kompost, genau. Also in die Silos rein. Ja, aber Kompost ist doch eigentlich nur, wir brauchen wir nur, wenn wir ein Gartenhaus haben oder sowas. Ja, ich glaube, da gibt es auch so die Gewächshäuser, glaube ich, oder irgendwas, ja. Brauchen Kompost als Dünger. Ja. Da fährst du wieder her mit dem, ja, da stelle ich mal hinten dran, dann schütte ich dir vielleicht was in die Schaufel rein und dann schaust du mal, ob du das reinkippen kannst. Hast du mal probiert, so rein zu kippen? Ja, geht nicht. Oh. Das ist schon Blödsinn. Warte. Stell mich mal genau hinten. Oh, hat gerade einen Leck gegeben. Ja, bei mir nicht. So habe ich jetzt nichts gemerkt. Oh, mach mal. Ja, fahr noch ran. Letzter Stopp, Stopp, Stopp. Gut. Ich mache mal 3000. Ob das geht? Das ist doch kacke, oder? Sowas ist umständlich. Ja, es geht schon rein, ja. Da geht eh nur 2000 rein, sehe ich gerade. Ja? Naja. Wow. Viel zu wenig. Viel zu wenig. Ja, vielleicht braucht er nicht so viel, was weiß ich. Jetzt wird es dann schon laufen hier. Hast du noch was in der Schaufel oder hast du jetzt alles weggekippt? Ja, ich habe noch was drin. Dann macht es wieder rein und dann baue ich den wieder ins Silo, den Rest hier. Ja, 2000 nur, das ist wenig. Ja, keine Ahnung, vielleicht hält es ja lang, das ist halt immer die Frage. Halt. Wenn es da lang hält, ist es auch wurscht. Oh, fertig. Weißt du, was ich mir irgendwann mal überlege, wenn es dieses Lenkrad mit der Steuerung gäbe für den Farming Simulator, also doch damals geworben haben. Ja, ja, aha. Ob ich es mir dann irgendwann kaufe, wenn es schon ein bisschen älter ist. Naja, das ist halt nicht mal so teuer vielleicht. Hm. Ja. Echt dann 100 Euro oder so. Ja, das, weiß nicht, ob es das so billig geben wird. Ja. Weil das wäre bestimmt echt nützlich, so ein Ding. Hat darauf einen Knöpfe, kannst du viel machen bestimmt. Und hier ist der Seedmaster, der ist hier voll, siehst du? Da habe ich schon Saatgut. 50% Saatgut ist schon drin hier. Also Kompost ist hier nichts eingelagert. Nee, ich hab's aber auch in dem anderen Ding reingeschüttet. Mit der Schaufel. Hier. Wo? Ja, wo ich stehe. Ja, das wirst du wahrscheinlich einfach ins Nichts gekippt haben, wahrscheinlich. Ja. Vielleicht nicht geklappt. Wahrscheinlich muss ich als erstes in das Ding reinkippen und dann geht das. Ja, man muss halt dann schauen, wo ob die Zahl größer wird, wenn man es irgendwo hinkippt. Ja. Ah, hier kann man sogar Kalk einlagern, Saatgut und Dünger einlagern. Okay. So, der Mähdrescher ist voll. Nee, der ist wieder am Baum hängen geblieben. Ja, die Bäume, die da hinten, die müssen echt weg. Schobi, die müssen da echt weg. Vielleicht komme ich mal mit dem großen Harvester. Ja, ja. So, wo geht's raus aus dem Wald? Ach da. Und Gas. Weil wenn ich mit dem Harvester komme, dann kriegt man die Laubbäume einfacher weg, finde ich. Ja, ja. Weil die kann man ja schnell wegmachen. Ja, ja. Nur der fährt nicht so schnell, der fährt nur 21 km/h. Und ein bisschen. Den Harvester brauchst du nicht kommen, der kann die ja nicht fällen.
Die müssen wir von Hand fällen. Du musst am Ende mit dem Hackschnitzel-Ding kommen. Der nimmt nur Nadelbäume. Ach, der Haarwert, der nimmt nur Nadelbäume. Ja, ja. Oh. Weil die anderen sind ihm zu dick. Ja, okay, dann komme ich halt mit dem Hackschnitzer. Ja, da muss man sich halt einfach so mit dem Kran alle reinheben, komplett so. Das sind ja die kleinen Bäume da. Gehen da schon. Ist doch bekloppt. Ja, dann haben wir halt die Bäume alle weg hier. Ja. Zack, zack. Ja, die stören einfach. Da bleibt immer der Helfer hängen. Auch beim Sehen, da bleibt er hängen. Ja, genau. Ist halt dumm. So was. So. Ja. Einsteigen. Die habe ich ja damals bei meinem Björn Holm Spielstand Singleplayer, ja. Oder wo ich sie, ja, Singleplayer habe ich die ja auch weggemacht. Ja? Ja, ja. Ja, wer setzt da auch Bäume hin? Giant Software. Oh mein Gott. Ich muss ja die Stützfüße einfahren, um einen da hängen. Ah, bin ich wieder einer. Keypad 0, bitte. Ah, okay. Stützfüße einklappen. X. Genau. Und diese Aggregat abschalten. So. So, ich hätte der gerade mal den. Aber bist du nicht mal losgefahren, oder wie? Ja, ich muss erstmal fahrbereit machen hier. Die Stützfüße einfahren. Ah ja. Ja, ich muss diese Aggregat anmachen, um die Stützfüße überhaupt einfahren zu können. Ach so, okay. Ja. Das Ding hat auch nicht mehr viele Liter drin im Tank. Na ja, aber es war wieder nachgefüllt. Ja. Aber ich bin mal gespannt, wie er dann mit Björn Holm dann mit der neueren Version dann weitermacht. Also was dann neu. Also überhaupt dann noch reinbauen will, wenn schon so viel Zeug da ist. So, du meinst, das ist Norgeholm da jetzt, ne? Ja, Norgeholm. Halt. Ja, da gibt's ja eh schon wieder eine neuere Version. Da könntest du, glaube ich, alle zwei Wochen irgendwie ein Update, eine neue Version installieren. Echt? Ja, machen das so schnell. Es geht mir persönlich fast schon zu schnell. Da kommst du ja nicht mehr mit. Da kannst du ja die ganze Zeit nur irgendwie downloaden. Ja? Ja. Na, aber wir können ja bei Version 7 oder bei Version 8 dann wieder einpflegen. Soweit wie wir es ja jetzt wissen, geht das ja jetzt. Zumindestens. Hast schon die Bäume gefällt? Ja. Ja, müssen wir halt mal schauen mit der neuen Version halt. Ja. Ob man halt die dann das Spiel Norgeholm wieder oder halt irgendwie eine ganz andere Karte oder ja. Irgendwie so, ne? Für die dritte Staffel dann. Ja. Obwohl Norgeholm eigentlich doch nicht so schlecht ist. Also. Ja, es geht schon, ist doch nicht schlecht. Bitte erst das Zugfahrzeug abhängen. Oh. Schrobi, kommt er dann hier hoch? Anfällt? Ja, ich schaue jetzt gerade nochmal, wo ich den Kompost abladen kann. Das würde mich nämlich interessieren. Na, in das Silo rein. Ja, das hast du ja letztes Jahr, da war es ja nichts da. Ja, ich weiß aber nicht, ob das von der Schaufel aus das getriggert wird. Ob das nur mit einem Anhänger geht. Das meine ich. Achso, ja, das kann natürlich auch sein. Oh, Stützfüße ausklappen. Warte mal, dann tue ich das jetzt mal in den Anhänger reinkippen.
Ah, Mann! Was los? Ja, weil ich dann wieder so... weil ich dann wieder zu weit die Schaufel wegkippe und dann kippt es wieder alles vorm Anhänger hin. Ins Nichts. Wow. Ja, so blöd. Erst macht er gar nichts, dann macht er ein bisschen fester und auf einmal wie ein Guckartig tut er auf einmal komplett die Schaufel rumliegen. Wenn alles daneben geht. Hat er schon abgetankt, das eine Mal? Ja, fertig. Ja. Das macht irgendwie wenig Raps bei Feld 22, oder? Ja, Raps ist immer wenig. Ah, jetzt geht es nur vom Kipper aus zum Reinkippen, ja. Ja? Ja. Oh, so kacke. Ja, so, jetzt sind wir da. Ja, ich bin auch da. Willst du mit dem Kran versuchen oder willst du den anderen Kran haben? Ja, passt schon da. Ich frag nur. Läuft der schon? Ja, ich hab schon angemacht. Müsstet nur noch den Häcksler anmachen. Ja, ja, super. Aber wir haben noch 128 Liter. Ich weiß nicht, soll ich Benzin holen und tanken? Ja, mach halt mal, ja. Mein Gott, der Kran ist eine Krankheit. Schau dir an, wie der da hängt jetzt. Wie in der Luft so quer, da kannst du nichts aufladen. Hä? Hey. Mein Gott, der Kran ist eine Krankheit, wow. Du hast vergessen mit dem Ding. Wie soll das gehen? Dann holt ja das Ding da, das von unten. Oh Mann, das mit dem Scheiß auch wieder herfahren. Das kostet wieder alles Zeit. Das war immer so. Ja, ich dachte, du wolltest es versuchen, zumindest. Ja, natürlich. Du hast gedacht, ich versuch's. Ja, letztens ging's noch, da war das wunderbar. Das Ding. Kranpacken tut wieder rumpacken, das ist kacke einfach. Da kannst aber auch nichts dafür, gell? Das ist einfach dumm. Ja, du weißt auch nicht, warum das so nicht geht. Ja, ist halt nur ärgerlich, weil es halt wieder Zeit kostet. Jetzt ist dann wieder, es vergehen wieder 5 Minuten, bis ich da unten bin, bis ich die scheiß Poltergabel gefunden habe. Der liegt am Hoch, am Sägewerk. Liegt eins. Wir haben ja Zweier. Und ich bin gerade am Überlegen. Ja. Achso, ich nehme jetzt hier einmal den Tatra fertig. Dass ich oben jetzt die restlichen 2000 Liter Milch jetzt einfach auskippe und mir Benzin hole jetzt. Ja, mach halt. Ja, weil. Der New Hollander ist auch wieder fast voll. Ja, Gott sei Dank ist hier die Poltergabel. So. Okay. So, da hole ich jetzt mal Benzin und den Raps, den bringen wir dann zum Biowerk, ja? Ja, kann man gleich zum Biowerk bringen, genau. Und die nächste Saat, die auf Feld 22 geht, das wird dann Weizen oder Gerste sein. Ja, das können wir machen. Und danach kommen Kartoffeln mal drauf oder Rüben, je nachdem. Dass du so viel Rüben oder Kartoffeln da machen, also. Wieso nicht? Ja. Da haben wir das einmal richtig viel, dann brauchen wir es nie wieder anzupflanzen. Ja, von mir aus. Macht ja jeder Helfer, ja. So. Schauen wir mal, jetzt hoffe ich mal, dass ich mal den ganzen Baum einfach so direkt wegkriegt. Was hoffst du? Ja, das war, da ich den noch in 10.000 Teile schneiden muss. Ja.
Oh, mal schnell abkoppeln. Schnell nochmal den Hänger nehmen, damit der Helfer nicht so lange steht. Aber schade, dass Raps nicht so viel bringt. Nicht so wirklich viel. Trotz Düngen. Ja, ne, dafür ist es halt mehr wert. So, einmal abkoppeln, das wieder hier dran. Aber das macht schon Spaß, gell? Oh ja, jetzt ist der ganze Baum weg fast. Ja, geschafft. Ja, mehr oder weniger. Also ich habe zumindest den nur einmal teilen müssen. Jetzt habe ich hier noch so ein kleines Teil. Das wird wahrscheinlich wieder oberschwierig mit der scheiß Poltergabel. Ja. Weil die halt für kleine Baumstämme überhaupt nicht gemacht ist. Funktioniert das nicht? Ja, vielleicht muss man es erst ausmachen, das Ding. Weil du kannst ja nicht beim laufenden Motor tanken, normalerweise. Na komm. Rum mit dir. Aus, wenn du den ganzen Baum vor dir hast, echt. Ich glaube, du musst den einmal teilen, oder? Das sieht aus, als ob du so ein Maikäfer bist. Weißt du wie? Aha. Mach mal ein bisschen sägen. Also dann schon wieder eine Menge Hackschnitzel, gell? Naja, so viel kommt da gar nicht raus. Ah, in Heide. Also ich guck mal rein. So. Ich glaube, jetzt hat es. Naja, Alter, ist mein Gefummel hier. Ein Gefummel. Ich kann dich ja anweisen. Naja. Der fällt nach hinten. Mit den nach vorne drücken. Da ist der jetzt dahinter gefallen. War den auch gar nicht mehr richtig in der Zange. Ja, ja. Mein Gott, heb halt das Ding jetzt hoch. Das ist halt mal so Zeug, wo ich halt schnell mal wegmachen will und dann darfst du dich wieder eine halbe Stunde damit rumärgern mit dem Scheißtrick.
Wow, du hast es umgesägt, also. Ja. Soll ich den Auflieger mal umsetzen? Warte, ich setze den mal um. Warte. X. Steht er hier unten? Ah, okay. Und C. Ja, gibt die halbe Stunde schon wie längst wieder rum. Ja? Wir müssen jetzt wieder ein Ende machen. Oh no. Hab gehofft, dass wir es noch schaffen irgendwie, aber kannst halt wieder vergessen, weil das wieder alles 10-mal länger dauert, als man sich erhofft. Ja, dann machen wir halt nächste Folge da weiter. Dann machen wir hier halt noch ein bisschen den Rest weg und dann Rapsernte weiter und so Sachen, ne? Genau. Ja, dann danken wir erstmal fürs Zuschauen für die Folge soweit. Und in der nächsten geht es dann eigentlich so direkt so hier weiter, ne? Würde ich sagen. Würde ich auch sagen. Okay, ja, ich bedanke mich. Ich bedanke mich und sage bye bye. Ciao.